Ja, hallo zusammen, grüße euch. Ja, das heutige Thema ist Pflaumen. In unseren anderen Videos habe ich euch ja bereits gezeigt, wie wir einen Zitronenbaum, einen Orangenbaum, den wir langsam heranzüchten und aus einem Samen geerntet haben. Das dauert aber leider noch ein paar Wochen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, in unserem eigenen Garten steht bereits ein Pflaumenbaum. Der hat auch so viele Pflaumen getragen, die sind wunderbar. Also ich werde euch jetzt mal hier beweisen. Ich werde jetzt mal eine hiervon pflücken und den Pflaumentest, den macht man ja, indem man da reinbeißt. Und guck mal, wie schön man die, wenn man die sauber macht, wie toll die aussieht. Man macht ja den Wurmtest, um zu sehen, ob ein Wurm drin ist. Der ist hier nicht drin. Ich habe die jetzt in der Hälfte aufgebissen und schau mir das an. Und die Pflaumen sind wunderbar. Also wir haben alles vom kleinen Zitronenbaum, der aber noch 5-6 Jahre braucht, bis er die ersten Zitronen trägt, bis zum Orangenbaum, den wir auch bereits gesät haben und auch gepflanzt haben. Den Apfelbaum habt ihr ja auch gesehen bereits in einem Video. Der ist jetzt ungefähr 1,50 Meter. Aber unser Pflaumenbaum, der ist schon gefühlte 4 Meter hoch. Ich werde euch den jetzt mal zeigen. Super lecker. Das ist unser Pflaumenbaum. Und der trägt so tolle Früchte. Den müssen wir aber jetzt im Frühling bzw. im Winter oder im Frühling oder im Herbst, wenn der Vogelschutz vorbei ist, werden wir den zuschneiden. Und dann wird er im nächsten Jahr prachtvoll wieder wachsen und genau so viele Pflaumen noch hergeben. Bis dahin, ja, wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns in den nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.